Okay, Stand ausweichen ist immer nach hinten. Nach vorne ausweichen wollen wir nicht unbedingt, aber zu den Seiten. Wieso? Nein, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Okay, wir müssen... Ich wollte jetzt wieder dahin gehen, aber dann kommt natürlich sofort angestürmt. Bitte eine Satteltaschenlampe, die benutzt ihr nur nicht immer. Nicht sicher, warum. Und dann latschen wir wieder. Eine Sache würde ich prüfen. Fähigkeitenbaum. Kann große Gegner ins Wanken bringen. Okay, wenn wir zwei gedrückt halten, könnten wir das. Nicht sicher, ob wir das wollen in diesem Kontext. Können wir große Gegner verlangsamen, wenn wir gedrückt halten? Nein. Zur Kenntnis genommen. Wieso? Okay, das war knapp. Aber gerade eben hat... Das macht verlangsamt einfach gesagt, nö. Zünd ich nicht. Vielleicht hängt es auch von der Beleuchtung ab, die hier vorhanden ist. Hier zum Beispiel ist genug Beleuchtung, dass kein Taschenlampe nötig ist. Zwei Schläge und wir sterben, aber es war schon das sehr gut. Wir dürfen keinen dritten Schlag machen, das war die Sache. Wir dürfen keine Dreier-Kombo in diesem Kontext machen. Zwei Kombos kriegen wir hin, also zwei Schläge kriegen wir hin. Drei Schläge und wir sterben, weil wir nicht in der Lage sind, so schnell wieder auszuweichen. Okay, gleich nochmal. Yeah.
Unterstützung! Zu viel! Ich hab drei Schläge gemacht. Ich wollte nur zwei machen. Und dann kam der dritte Schlag noch raus und dann konnten wir nicht mehr ausweichen. Gut, lief ja noch schon besser als bisher. Aber der dritte Schlag ist immer, was uns tötet. Wir dürfen nur zweimal zuschlagen. Damit wir auch noch den Manövrierspielraum übrig haben. So. Lass das. Wir sind hier schon so oft lang gerannt. Ich wünsche, es wäre ein Meditationspunkt einfach direkt davor. Aber ich glaube, es gibt einen guten Grund dafür, dass es nicht der Fall ist. Sonst wäre es weniger herausfordernd. Mein Fehler. Nein! Ich habe pariert, wollte nach dem zweiten Schlag dann zum Gegenschlag ausholen oder geblockt. Wollte nach dem zweiten Schlag zum Gegenschlag machen, aber es war die Dreier-Kombo und nicht die Zweier-Kombo, die er gemacht hat. Wie mein Schmelling? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage in diesem Kontext richtig verstehe. Jo. Mach mal Pause. Wir könnten theoretisch droppen die ganze Zeit. Aber ich glaube, wir kriegen nicht hochgeklettert. Wenn der erstmal wütend ist, kommen wir nicht irgendwo hochgeklettert. Wir können noch nicht verlangsamen. Würde nicht von ausgehen, dass es eine gute Idee ist, Schmelling. Denn wie gesagt, sobald er wütend ist, kommen wir nicht hochgeklettert. Wir können nicht verlangsamen. Müssten wir versuchen, aber der wäre relativ pissed. Oh nein, funktioniert nicht, der Prompt kommt nicht. Man kann die gleiche Person wohl nicht mehrmals. Na toll. Hoch. Kell! Ja, dann passiert das. Jetzt können wir nichts, da konnten wir nichts mehr gegen machen. Also nein, Schmelling, es funktioniert nicht. Weil der Prompt nicht auftaucht, wenn man bereits im Kampf ist. Nein. Vorhin konnten wir auch schon vom Rand aus angreifen. Das Problem ist, sobald man im Kampf ist, macht er es nicht mehr mit. Zumindest ist meine bisherige Beobachtung. Oder hast du jetzt irgendwelche Walkthroughs aufgerufen? Und, beglückst uns mit aggressiven Spoiler-Backseat-Gaming. Denn mir war schon früher aufgefallen, dass wenn immer wir mit Leuten bereits im Kampf sind, konnten wir die irgendwie nicht mehr drop attacken. Also ja, wie gesagt, ich glaube, es ist so, wenn man mit Leuten bereits im Kampf ist, oder so, kann man hier zum Beispiel den hier, können wir nicht mehr drop attacken. Das müssten wir jetzt eigentlich... Aua. Müssten wir jetzt eigentlich können, aber wenn man mit im Kampf ist, geht das nicht.
Okay, hat Tuna bestätigt. Dann habe ich dann kann ich meinen Augen vertrauen. Wahrscheinlich genau aus solchen Gründen geht das nur so. So. Nein. Das war mein Fehler. Ich habe zweimal geblockt. Dann ist unsere Ausdauer weg gewesen. Unsere Blockausdauer. Und dann waren wir weg. Das funktioniert nicht. Nicht wirklich. Ich glaube, der würde sich dann wahrscheinlich regenerieren. Außerdem müsste ich dann den ganzen Bereich drumherum laufen. Ich glaube, dann würde er sich einfach instant wieder voll regenerieren. Sich einfach gewissermaßen aus dem Raum wieder rauszubewegen. Wir wären dann ja gewissermaßen in anderen Bereichen des Spiels und wahrscheinlich würde der dann unloaded werden. Um dann später wieder geladen zu werden. Die meisten Spieler haben Gegenmaßnahmen gegen derartige Gedankengänger. Im Endeffekt ist das gerade halt wirklich nur so unfassbar komplex, weil wir auf der schwersten Schwierigkeitsstufe spielen und bei kleinsten Schäden direkt tot umfallen. Das war falsch. Müssen wir kurz mal warten, bis die Turbine sich da dreht. Ich bin zu früh ausgewichen, dann waren wir tot. Nein, Schmeling, ich bin mir absolut sicher, man kann den nicht mit wiederholten Drops töten. Das klingt nach der Art und Weise von Sachen, gegen die man Tests machen würde. Besonders bei einem Spiel wie diesem. So. Auf zu Big Smoke wieder. Ist kein Assassin's Creed. Oder Shadow of War in meinem Fall. Bis die Assassin's Creed-Reihe habe ich mir niemals durchgespielt. Aber in dem ähnlichen Spielprinzip ging es ja bei Shadow of War und Shadow of Mordor. Also bei den beiden Mittelerde-Spielen. Hierbei wird das nicht gehen. Zu früh ausgewichen. Stimmt sofort. Aber mein Fehler. Mein Fehler. Nummer und Deckung. Zu früh. Und da bin ich gerollt. Ich hätte Ausweichschritt machen müssen. Funktioniert auch nicht, Schmeling, weil seine Angriffe zu hart tracken. Also, nein, im Endeffekt müssen wir mit Ausweichschritten hier agieren. Und auf gar keinen Fall rollen, außer er macht irgendeinen Move, wo wir hinter ihn kommen müssen. Ich bin gerade von zweimal auf Shift gekommen und deswegen haben wir hier aufs Maul gekriegt. Ich wäre jetzt versucht, theoretisch zu sagen, okay, passen wir die Steuerung an. Und nutze ich die mittlere Maustaste gerade für irgendwas? Naja, wird nichts.
Würde nichts bringen. Ich habe in Erwägung gezogen, die aus Ausweichen auf die Daumentaste zu legen und das Sprinten auf Shift. Natürlich gibst du uns so auch eine mit. So. Unser Problem ist tatsächlich auch nicht, dass wir seine Angriffe nicht gelesen kriegen. Unser Problem ist, dass wir keinen Fehlerspielraum haben. Aua! Wie zum Beispiel für sowas! Wir müssen Abstand gewinnen. So. Okay, Rollen können doch funktionieren. Aber so nicht. Wir dürfen nicht in der seitlich rollen, wir müssen wegrollen. Aber es funktioniert nicht wirklich. Hat geklappt. Aber nicht gut genug gerade. Da müssen wir noch ein bisschen was erwägen. Und der Kater legt sich jetzt hier einfach mitten ins Zimmer auf den Boden. Bauch nach oben, Pfoten in die Luft. Und ist einfach glücklich. Die Taktik, die wir jetzt gerade angewandt haben, hat auch relativ gut funktioniert. Wir sind, glaube ich, sogar noch weiterkommen als jemals zuvor. Wir haben auch diesmal keinen wirklichen Fehler gemacht, bis zu dem Punkt, wo wir einmal zur Seite ausgewichen sind. Und dann hat uns das getötet. Was uns so nicht passieren darf. Und ich würde mich ja nicht ewig mit ihm prügeln, wenn ich nicht absolut überzeugt davon wäre, dass wir ihn platt kriegen können. Wir haben es schon bewiesen, dass wir ihn platt kriegen können. So. Da hab ich den so überschätzt. Hey, Baby! Okay, das darf nicht normal so passieren. Da würde ich was testen. Und da haben wir eine Rolle gemacht, dass wir nicht dürfen. Nein, den kann man nicht verlangsamen, haben wir bereits getestet. Der ist zu groß. Jetzt würde ich gerade testen, ob wir ihn mit Machtschubsen aus seinen Moves rausziehen können. Aber den Spielraum haben wir gerade nicht von der Zeit her. Außerdem müssen wir das Machtschubsen auf gehalten drücken. Und das heißt... gedrückt halten. Und das heißt, wir müssten noch mehr Zeit darauf setzen. Das heißt, es funktioniert auch gar nicht, weil er zu schnell angreift. Das Einzige, was wir tun können, ist zu versuchen, ihn auszumanövrieren die ganze Zeit über. Und immer anzugreifen, wenn immer wir die Lücke kriegen. Und auch nur mit zwei Lichtschwertschlägen auf einmal. Denn wenn wir einen dritten machen, haben wir nicht genug Zeit, um den nächsten Angriff auszuweichen. Nein, Entschuldigung, es gibt keine Abkürzung, mit ihm schneller fertig zu werden. Dass wir den ersten Angriff mit dem Sprungangriff machen dürfen, ist sämtliche Hilfe, die wir kriegen. Ansonsten geht es hier darum, ihn perfekt auszumanövrieren die ganze Zeit über. Da habe ich verkackt. Abstand kriegen. Ich brauche einen Stim, BD. Ja.
Nein, da sind wir gerollt. Rolle auf gar keinen Fall machen, wie wir sehen. Rolle hat einen zu großen Cooldown, und bevor wir wieder ausweichen können. Und dann erwischt er uns. Also der Dreierkombo können wir auf keinen Fall ausrollen. Ich wünsche natürlich zum Teil, dass die Rolle Absicht gewesen wäre. Aber manchmal drückt man zweimal hintereinander auf Shift anstatt einmal und dann erwischt man das. Mach mal Pause, mein Freund. Einmal durch. Es geht rein um Strategie und Skills, wie in Souls-like. Ja, das ist, wie das Spiel halt aufgebaut ist. Was für viele Leute recht schockierend war. Aber ich muss sagen, ich habe meinen Spaß. Ja, wir werden zwar zusammengeschlagen, aber ich habe keine Probleme damit, zusammengeschlagen zu werden, wenn es zumindest unterhaltsam und interessant ist. Komm schon, diesmal mach den Move. Sehr gut. Und da wurden wir zweimal erwischt. Falsches Timing genutzt. Wir haben keine Ahnung, bei wie vielen Toten wir sind, Schmeling. Allen, schätze ich. Aber hey, garantierte Bonusfolgen. Darüber freuen wir uns alle doch. Ich bin generell schockiert, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, wirklich noch zwischen Aufnahmen ein bisschen zu spielen und Bonusfolgen aufzunehmen. Bin ich nicht wirklich zu kommen, und gemessen daran, dass ich das nicht geschafft habe, bin ich eigentlich recht zufrieden damit, wie sehr wir inzwischen vorankommen. Das hier ist ja jetzt gewissermaßen unser viertes Mal, dass wir das Spiel spielen. Mach Pause, mein Freund. Und jeweils mit einer Woche Abstand. Nicht der PC, aber das Spiel. Das Spiel war einfach richtig assi die ganze Zeit über. Jetzt ist es das nicht mehr. Nicht ganz mein Plan, aber in Ordnung genug. Okay, das ist nach hinten losgegangen. Wir probieren es trotzdem, aber das ist schlecht gelaufen. Da hat er uns zu der Rückhand erwischt, weil wir gerollt sind. Beschwör's bitte nicht. Ich habe heute schon genug von meinen technischen Problemen gehabt. Aber ich glaube, wir haben sie dadurch behoben, dass wir das Spiel gewissermaßen gegattet haben. Wir sind bei den ganzen Grafiken schon auf Mittel runtergegangen. Haben die FPS auf 60 begrenzt, alle Partikeleffekte runtergedreht und wir haben auf Vollbild gewechselt. Und ich glaube, das Vollbild könnte es gewesen sein. Entweder das oder die begrenzte FPS. Du hast beschwört. Beschworen. Gegattet mit U. Schmeling. Ein Anglizismus. Das heißt so viel wie entweiden. Komm schon, mach den Move! Er hat den Move nicht gemacht. Er hat genau gar nichts gemacht.
Da bin ich zu früh ausgewichen. Wir müssen Abstand gewinnen. Mensur bilden. Oh nein! Nein! Da habe ich, eine Rolle gemacht und wir waren tot. Da waren wir schon drin, das war für ein Secret. Da waren wir schon durch. Aber wenn wir während des Kampfes in den Gang reingehen, stellt er sich davor und dann kommen wir nicht wieder raus und wir sterben. Weil wer uns dann darin verprügelt. Oder beim Rauskommen verprügelt er uns dann. Hatten wir Wogen als Heilungsspot zu benutzen, funktioniert nicht wirklich. Und weiter geht's. Bitte, Kel, mach diesmal den Move. Okay. Nein! Stim, 2. Sofort. Wir brauchen Fehlerspielraum. Und da sind wir gerollt. Ah, ich hasse es aus Versehen, eine Ausweichrolle zu machen. Ich wollte wirklich nicht die Rolle machen. Ich wollte einen Ausweichschritt tun. Aber dann passiert die Rolle und dann sterben wir. Da kommt der Kater und fängt an, mich anzuschreien. Was willst du, Abyss? Miau. 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 Kater. Miau, miau. Nein, ich kann dich jetzt wirklich nicht auf das Tastatur gebrauchen. Setz dich auf den Schoß, da behinderst du mich schon gut genug. Aber auf das Tastatur hast du jetzt gerade gar nichts verloren, mein Freund. Kater muss die anders. Wenn sie so sitzt, dann kann ich mich wirklich nicht bewegen. Ja, das ist jetzt noch schlimmer. Gute Arbeit. Okay, jetzt geht er. Und hier ist mal wieder ein bisschen Sachbeschädigung betreiben. Ansonsten bei euch so? Fühlt euch angemessen unterhalten? Seid ihr nicht unterhalten? Natürlich hat Kel den Move wieder verkackt. Gerollt! Gerollt und gestorben. So einfach ist das. Eine Ausweichrolle bei dem Move zu machen, ist automatisch sterben. Da habe ich versucht, das danach noch zu parieren, aber danach kamen wir nicht mehr weg. Und da gehen wir wieder. Ja.
Mach Pause. Hast du verdient. Immerhin. Aus dem Weg. Contra Power. Na gut, das hat nicht wirklich funktioniert. Das hat gar nicht funktioniert. Und da schlägt er dann durch die Säule durch. Ja, da war die Ausweichrolle wieder. Aber dieses Mal hat der Ansturm-Move, der Sprintangriff, nicht funktioniert. Diesmal kam er zu spät und deswegen haben wir direkt einen Schlag ins Gesicht bekommen. Vielleicht noch BD und die Mantis anpassen. Ja, das ist möglich, aber ich glaube, Poncho Power hat uns gerade schon ein bisschen genug enttäuscht. Ich glaube, der Hauptgrund ist wahrscheinlich... Was hast du recht? Was soll's? Anpassung. BD. Mantis. Okkultation. Charisma. Hier, Gold. Gold ist die Farbe der Gewinner. Aus dem Weg. Gehen wir wieder zu unserem allerbesten Freund. Big Smoke. You picked the wrong house. Fool. Es ist schon wieder hinten losgegangen. Wieso funktioniert der Move nicht mehr? Ausweichrolle. Ich wollte einen Ausweichrolle nach hinten machen. Der macht eine Ausweichrolle nach vorne. Das ist nicht gelaufen wie geplant.